Hallo Panda. Guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. So, hallo Sona. Hallo Mori. Na, wie geht's uns? Gut, ich habe gehört, es gibt wieder feine Gaumenfreuden. Feinste Cuisine, ja, fein Dining, genau. Genau. Heute machen wir was ziemlich Einfaches eigentlich, und zwar ist das eine Hähnchenpfanne süß-sauer. Wobei die Süß-Sauer-Soße immer lecker schmecker ist. Die ist ganz, die wird gut, die wird dir gefallen. Hallo, ey. Ja, und dazu, weil das würde sonst ein bisschen schnell gehen, wir machen heute einen entspannten Sonntag. Zum Runterkommen, versteht ihr? Ihr daddelt was, zockt was, kocht was oder was auch immer. Und währenddessen schmeichel ich meine ASMR-Stimme in euer. Ja. Versteht ihr, das ist der Plan? So, und es gibt nämlich eine Vorspeise, die machen wir nämlich auch zuerst. Panda. Sona. Was machen wir für eine Vorspeise? Wir machen einen selbstgemachten Vanillepudding zum ersten Mal. Also für mich ist das, glaube ich, Oh. sehr, oder? Ja, doch, ich glaube. Ich Ja. weiß nicht, ob du schon mal einen gemacht hast. Nee, selbstgemacht nicht, und vor allem selbstgemacht ist for real. Ich zeig das mal hier in die Kamera. Guck mal, wir haben sogar eine echte Vanilleschote, Leute. Jetzt, das ist Dekadenz pur. Nochmal. Die Kamera war gerade. So, jetzt, genau, ja. Das ist Dekadenz pur. Jetzt mal ohne Witz jetzt, was kostet so ein Ding? Ehrlich jetzt mal. Ich glaube, das war irgendwo jenseits der 3 Euro. Oh, ja, 3,69 okay. Neun, oder so? Oho, für ein bisschen Aroma, warum auch nicht? Ja gut, kann man mal machen. Alter Vater, Alter. Geil. Warte mal, über 3 € für, warte mal, wie viel sind da drin? Vor allem, du kratzt ja nur das Innere raus. Das ist ja das Geile. Jetzt soll mal ein Gewicht dran, oder? Nix Nee, ich glaube dergleichen. nicht. Ja, ist auf jeden Fall bestimmt sein Geld wert. So, auf jeden Fall. Okay, da führt die gute Sona mich durch. Sona. Jawohl, so, wir legen uns mal am besten erstmal die Zutaten zusammen. Und Ja, zwar das wollte brauchst du eben die Vanilleschote, die hast du ja schon mal, die kannst du ja schon mal auspacken. ich. Ja. Einen halben Liter Milch. Oh, okay. Ich bin ja so ein Verpackungsliebhaber. Boah. Was ist das denn? Die ist ja noch mal in so einem Stab drin. Ich werde bekloppt. Guck mal. Die ist ja noch in so einer. Jo. In so einer. Das. Na gut, das ist Kunststoff, aber trotzdem. Panda schreibt Also. gerade, kannst die Schale aber mit auskochen. Gibt auch noch mal Geschmack rein. Okay, das ist gut zu wissen. Ah ja, okay, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Und für die 3 Euro komplett So. auskosten. Würde ich auch vorschlagen, ehrlich gesagt. Aber wir gucken mal. So, okay, dann brauchen wir einen halben Liter Milch, ja? Genau. So, wir nehmen die, nein, wir nehmen die gute Milch. Ist die Trulla unten bei dir? Ja, die Okay. rennt hier gerade rum. Ja, das ist gut. Hallo Maja, wie geht's dir? Na, alles schnuffig, Maja? Du kannst Na, eher so wollt's? als Snack irgendwie so Hüttenkäse oder so anbieten. Haben wir denn hier irgendwas da? Aber irgendwie ist ja irgendwas, was jetzt nicht nass ist, damit ich hier relativ einfach. Dann guck mal lieber, ob sie vielleicht einen Snack vom Tisch nochmal nimmt aus den Tüten. Ja, stimmt, genau. Die Das ist regulären. verwirrt. Die regulären Vielleicht magst Snacks, du die ne? jetzt ja wieder. Als es dir so schlecht ging mit dem Magen, hast du die verweigert. Wir gucken mal. Wir gucken mal, ob Maya euch Hallo sagen möchte. Maya, komm mal her. Komm ab. Komm ab. Ne, da mit dem Abstützen ein bisschen aufpassen. Genau. Ja, hallo Maya. Das lecker schmecker? Oh, und da hat es fallen lassen. Ja, erstmal Da gucken ist wieder. es. Hier. Da ist es, Maja. So, dann, jetzt aber dann mal los, weil dann haben wir ja viel, 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 viel vor hier heute. Genau, also Milch hast du da. Ja, upsala, habe ich. Dann brauchst du 70 Gramm Puderzucker. Okay, pass auf, dann nehmen wir jetzt mal. Vorsicht, Maja, da muss ich einmal lang. Ist jetzt ein bisschen fummelig, weil die gute Sona hat nur so ein Streudinge noch gehabt. Da muss der Mori jetzt ein bisschen, 70 ja. Gramm, ja, warte mal, dann nehmen wir am besten hier so eine Tasse. Ach so. Ja, ich verstehe. Muss ja einfach oben drauf kloppen, oder? Ja, genau. Also ich bin noch nicht bei 1. Sonst zur Not musst du sie kaputt machen. Ja, ich fürchte, es wird darauf hinauslaufen. Ja. Mach am besten über der Spüle, falls da was Ja, rausfliegt ja, ja, gleich. ja. Das. So.
Aha. Oh, das Sieb kann man aber wieder dran machen. Alles gut. Okay. Boah, ist aber viel. Und gut, Puderzucker wiegt halt nichts, ne? Merke ich auch gerade. Das passt ja gar nicht in die Tasse. Da müssen wir nochmal umformen hier. Warte Oh. mal, Leute. Also man würde sagen, Puderzucker hat jetzt nicht unbedingt ein hohes spezifisches Gewicht. Haha. So, jetzt zack, einmal. Was ist schwerer, Puderzucker oder richtiger Zucker? Gute Frage. Das ist genau wie die Frage, 70 was Gramm. hast du? So, Okay, habe ich. dann 30 Gramm Sch Halber Liter Milch, ne? Den muss ich noch kurz. halber Liter Milch, genau. Das kriegen wir noch hin. Klimper, klimper, klimper. So, ja, die Maya, ganz genau. Wie ist bei euch die Lage, Leute? Alles gut? Alles am Rennen? Schön, dass ihr wieder da seid. Vielen Dank dafür. So, einen halben Liter Milch. Okay, macht ihr das auch immer bei so allem, was ihr so an Küchen und Klamotten irgendwie so rausholt, dass ihr da einmal dran riecht, um zu gucken, ob da alles in Ordnung mit ist? Macht das immer tatsächlich. Du auch so, ne? Nee, nicht bei allem. Aber wie du weißt, habe ich auch keine so So. krass empfindliche Nase irgendwie. Ja, das ist der Nachteil bei dem Zinken des Zornes, den ich habe. Hallo Susanne! Hallo Susanne. So, Jetzt musst du, zack. glaube ich, Maya noch mal Hallo sagen gleich. Ja, muss ich nochmal Maya Hallo sagen. Das würde ich auch, oh, die pennt hier gerade. Aber, die kriegen wir nochmal wach. Mal sehen. Oh ja, doch, die Snacks, da ging der Kopf gleich hoch. Hat sie einen gegessen eben? Sie hat eingegessen, ja? Komm mal her, Maya. Komm mal her. So, komm hopp. Hopp! Ja, hallo Maja. Ja, Na, ja, dann ja, ist der Bauch wieder okay. dann ist der Bauch wieder okay. Da kannst du für. So, das sieht doch schon mal gut aus. Ja, Milch, so, was brauche ich noch? 30 Gramm Speisestärke, die steht da neben dem Kühlschrank. Jo. Ja, Maja, jetzt stehen wir hier ein bisschen elegant, aber das kannst du nichts für. Gut, dass ich die Waage wieder weggepackt habe. So, 30 Gramm Speisestärke. So. Da öffnen. Das ist ja auch genauso luftig. So, aber das geht. Passt in eine Tasse. Okay, So, ja, also 30 Gramm, ne? egal. Habe ich ein bisschen Sauerei gemacht. Ach ja. So, Das ist halt aber nichts Neues, ne? das ist bei mir tatsächlich wirklich nichts Neues. So, das mache ich nochmal eben zu. So. Und dann brauchst du drei Eigelb. Das heißt, du müsstest jetzt So. drei Eier einmal trennen. Das wird ja ein Spaß. So, Profi Mori am Werk, Eier trennen. Also gut, das ist doch, das habe ich irgendwann mal in Hauswirtschaft gemacht. Das war nicht so schwer. So. Ja, der Trick dabei ist aber nur das Eigelb quasi heile Im zu Ei lassen, lassen, ne? ne? So. Genau. Ja. Wir nehmen also einen tiefen Teller. Und wir nehmen noch einen tiefen Teller. So würde ich das jetzt mal machen. Ah, nee, warte mal, die tiefen Teller brauchen wir gleich fürs. Warte mal, da brauche ich noch mal was anderes. Dann nehmen wir hier mal so eine Schüssel. Nee, die nehmen wir für den Nachtisch, nehmen wir die. So. Warte, ich muss mal ganz kurz gucken, was die Maya da als Snack gefunden hat. Maja, was sind das? Das sind Handschuhe, Maja. Wo hast du die denn her? Hat sie sich die jetzt vom Dings geholt, vom Tisch? Wahrscheinlich, ja. Die macht auch vom So. Nichts halt. Drei Eier. Drei Eigelb. Genau. So. Ich würde jetzt. Warte mal. Oh. Ja. Das sieht gut aus. Ja. Kann man die richtig schön auf den Finger gucken. Nee, da läuft schon ein bisschen Eigelb raus. Und schmeiß gleich rüber, wenn da nicht mehr so viel Dings ist. Ja. So, ne? Ja. So, dann nehmen wir gleich ein bisschen Ich glaube, noch es ein ist viertes oder umgekehrt schlimmer, wenn du das Eiweiß bräuchtest und da ist ein bisschen Eigelb drin, dann ist das doof. okay.
Ich glaube, umgekehrt ist das nicht so schlimm, wenn ich mich richtig erinnere. Weil wenn Okay. im Eiweiß ein bisschen gelb ist, dann kannst du das nicht mehr gut zu so einem Schaum aufschlagen. Oh, ja. Ja, nee, das war nix. Kannst du auch noch rausholen. Ja, aber Mit wie? der Was? Eierschale. Ja. Ach, mit der Schale, ich hätte es jetzt mit dem Löffel probiert. Wir gucken mal. Okay, vielleicht kannst du es gleich so trennen. Warte mal. Maja, du bist mir gerade eine große Hilfe. So, zweites Ei. Das sieht aber okay aus. Das Ja, das passt. sieht gut aus. Vielleicht kannst du das andere genauso machen. Das sah jetzt einfacher aus irgendwie. Ehrlicherweise ja, ne? Mach die Eier aber auch nicht gut kaputt. Merke ich gerade. Weißt du, was ich meine? Aber geht doch. Es sieht aber schon gekonnt aus, Mori. Irgendwann habe ich das mal gekonnt, aber so. Ja, perfekt. Drei Eigelb. So, bist du ready? Ist die Frage. Maja, komm mal da weg. Maja muss eben kurz inventarisieren hier. So, du riechst hier Zucker, ne? Weg damit. Komm mal da raus. Ja, Maja. Aber Herrchen, ich hab so Hunger. Ja, sieht man die überhaupt? Ja. Ja. So. Psst. Na komm. So, wie geht's weiter? Also, das können wir jetzt mal So, erstmal dann an die Seite stellen, den. kannst du die Vanilleschote sezieren und auskratzen. Ja. Maja, ich muss da mal kurz hin. Dankeschön. So, jetzt kommt's. So. Sezieren und auskratzen. Wir sind gespannt. Als Also so. allererstes Ja. analysieren wir. Und ich muss sagen, es riecht schweinegeil. Okay, ich würde jetzt gerne schnuppern, ehrlich gesagt. Oh, das riecht der Hammer. Also ich würde mal kommen an deiner Stelle, es lohnt sich. Warte, bevor du die jetzt quasi schlachtest. Ja, du musst kommen. Also ich finde über 3 € ehrlicherweise übertrieben hart für so ein Ding. Aber irgendwie glaubt man, dass das was ist. Versteht ihr, was ich meine? So, dass das was in Zürich in der Einkaufsgasse gekauft. Riech mal. Krass, sagt sie. Ja. Gefällt dir auch. So. Gut, dann machen wir jetzt 3 € kaputt, weil wir haben natürlich auch nur eins gekauft, weil. Aber das wird. So, wir analysieren das mal. Das riecht aber wirklich lecker. So, das heißt, wir schnappen uns mal eine Tasse, wo ich das jetzt mal irgendwie hinkratzen kann. Nehmen wir hier die hier. So, dann würde ich so ein Messer hier nehmen. So. Die sind immer in dieser Röhre, damit das Aroma erhalten bleibt. Der Geruch ist dementsprechend intensiv und geil. Ja, das stimmt. Das unterschreibe ich so. Also ich habe hier so inhalt, also ich habe jetzt, womit habe ich jetzt gerechnet, ehrlicherweise? Ich weiß es gar nicht. Was kratze ich denn da raus? Diesen, ich nenne es jetzt mal Diese, Fleischsaft oder wie? ja, diese, da sind ja so schwarze, wieso, also kleine schwarze Punkte sind da ja so drin, diese. Ja, achso, ja. Dann würde ich das aber einmal halbieren, der Einfachkeit halber. Oh Gott, ich mache bestimmt alles kaputt jetzt. Panda kann da vielleicht Tipps geben, wenn die sich da schon mit auskennt. So. Ja, da kommt was bei rum tatsächlich. Okay. Man erkennt jetzt nur nicht so, ob da was eingefallen Einmal ist. mit der stumpfen Seite vom Messer durchgehen, dabei gegen den Daumen drücken.
glaube, vielleicht aufs Brettchen halten, dass du einen Gegendruck hast. Ja, ich habe hier was, Tatsache. Also es geht klar. Ach so, okay. Also das funktioniert. Okay, dann ist gut. Ich muss nur noch mal reinfinden. Ja. Das sind jetzt ja nicht so die Riesenmengen, aber das ist ja normal, ne? Also wenn Panda sagt, wir können da auch diese Schote so mit reinpacken, dass die noch Geschmack abgibt, dann ist ja gut. Wie viel du jetzt rauskriegen müsstest, weiß ich jetzt ehrlicherweise aber auch nicht. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich sehr effizient oder ineffizient bin. Weißt du, was ich meine? Aber da ist schon mal drin. Ja, das passt doch. Ich glaube nicht, dass du da jetzt Mengen rauskriegst oder so. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also sieht man das so ein bisschen? Das ist jetzt so die Menge. Haut das hin oder bin ich jetzt hier viel zu knapp? Panda, sag mal, haut das hin? Warte mal, da ist noch mehr. Ja, der Duft hier gerade ist der absolute Hammer. Das ist geiler als Weihnachten, ehrlich jetzt. Okay, muss ich mir vielleicht merken, wenn ich. Darf ich mit in der Küche schnattern? Achso, na klar, warte, ich hole dich mal in den Channel. Muss nur in einen der Schnatter-Channel gehen, dann kann ich dich reinziehen, Panda. Jetzt krieg ich Schimpfe. Jetzt kriegst du Schimpfe. Moin! Hallo Panda, denk dran, den Stream zu muten, sonst wird's gleich laut. Jo, gemacht. Hallo, wie geht's dir? Oh ja, ganz gut, ganz gut. Ganz Schön, schön, schön. Ja, selbst, ich habe hier gerade 3 € in der Hand und bin ich überfordert, sehe aber. es. Kleiner Tipp dazu. Ja? Tut mir weh beim Zusehen. Versuch mal, die Schote im Grunde zwischen Messerrückseite und Daumen einzuklemmen. Dass du, Daumen, also so. genau. Ja, dass du im Grunde mit der Hand einfach nur die Schote durchziehen kannst zwischen Messer und Daumen. Und dabei ziehst du so ganz viel ab. Ich weiß nicht, wie ich es besser erklären soll. Ja, warte mal, kann ich das nicht vielleicht so? Also so, warte mal. Press mal die Messerrückseite gegen deinen rechten Daumen. Ja. Genau, also nicht die Kante, sondern richtig die Rückseite. Okay, so. Und dazwischen ziehst du die Schote einfach nur durch. Wie als wenn du So, geschenkt zwischen warst, ja? Daumen und Messer. Ja, genau. Oh. Das war Oh ja. ein Aha-Moment anscheinend. Ja, es, oh ja. Und dabei kommt schon einiges zusammen, aber viel von den Körnern bleibt auch immer in der Schüssel hängen. Da musst du mal nachher einen Schluck Milch rein und das einmal schön durchrühren, dass das in der Milch gelöst ist und mit in den Topf kann. Ja. So, warte mal. Also, geh mal ab hier. Das ist ja großartig. Das So, braucht man sich also. nicht mit ansehen, da musste ich helfen kommen. Das ist Ja, auch sehr lieb. Gerne. aber es, das ist halt Kochen für Vollpfosten. Das ist nun mal leider das Ah. Konzept. Ja. Da lernen wir ja auch So. gerne dazu so. Wir haben Ja, an der guck Berufsschule mal. Ich auch habe jetzt mal. locker das Doppelte nochmal rausgeholt jetzt. Genau. Wir haben an der Berufsschule auch mal Vanillepudding gekocht. Das war ganz praktisch. Glaube ich. Und war der gut? Oh ja. So. Aber auch mit dem gleichen Rezept, wie ihr das habt. Also mit einem halben Liter Milch, 30 Gramm Stärke. Ah ja. Google ist ein Freund, ne? Ja. So. Das mit den besten Bewertungen wird schon schief gehen, so nach dem Motto. Ja. Ja, hier bin ich. So. Pascal hat gerade geguckt, wo ich denn bin. So. Okay, warte mal. Ich habe hier noch so ein bisschen so, aber. Aber ein bisschen daneben geworfen. Da müsst ihr mir jetzt verzeihen, aber es riecht auf jeden Fall sehr, sehr geil. Das riecht echt Okay. geil, muss ich sagen. Also jetzt, das rieche ich hier nicht, aber so die Schote an sich schon. So, das bringst du jetzt mit der Milch zum Kochen. Alles zusammenwerfen oder Die was? Vanilleschote und die Milch nur jetzt erstmal. Das heißt, Vanilleschote und die Milch. Das heißt, ich brauche einen Topf. So. Dann würde ich sagen, packe ich jetzt hier mal ein bisschen Milch rein. Und dann würde ich sagen, wasche ich mal diesen Becher aus. Genau. Ja, das ist eine gute Idee. So. Ja, das sieht gut aus.
Genau, so Okay. bleibt immer gefühlt die Hälfte im Becherchen kleben. So, Deckel drauf. Und denk dran, Zack. Milch darfst du nicht eine Sekunde aus den Augen lassen, sonst fällt die dich direkt an. Die merkt das, wenn du nicht guckst. Ja, ganz gefährliches Ding. So. Okay, check, das haben wir. So, das dauert jetzt ja auch einen Moment. Genau. Dann, Nicht aus dem Augen lassen. In ja, der, okay. hier steht jetzt in der Zwischenzeit das Eigelb mit dem Puderzucker mindestens 3 Minuten mit dem Rührgerät zu einer dicken Masse aufschlagen. Ist jetzt die Okay, Frage, ob das du kenne das ich noch nebenher nicht. machen möchtest oder Machen wir, machen wir, machen wir. lieber die Milch So. beobachtest. Ich habe einen Blick drauf. Also, warte mal. Was war denn jetzt Puderzucker? Puderzucker war das hier. So, Probieren zur Puderzucker, Not. ne? Ja, Ja, genau, genau allerdings. so. Genau, Oh ja. das Eigelb, Puderzucker, genau, Eigelb und Puderzucker nur, so. So, und das Eigelb. Boah, da kriege ich direkt Bock auf Vanillepudding. Der Panda, komm rum. Ja, komm rum. Ich bin dann in 5 Stunden da. Dann ist der Vanillepudding auch kühl. Ja, wir müssen ja irgendwie eine gescheite Zugverbindung aussuchen für Pascal und dich. Ich muss nur insgesamt in 12 Stunden wieder hier sein. Ja, wir müssen das mal irgendwie koordinieren. So. Alles klar, so dann rühren, ja? Mit so einem Rührgerät Mit hier. dem Mixer genau. Warte mal, was haben wir denn da hier Schönes? Der hier, ne? Der. So, und da ist der Aufsatz. Ach so, ne, nicht der Pürierstab, ne? Nicht Ist den ja Pürier, Quatsch. den Mixer, genau. Ja, sorry, ich hatte jetzt den falschen in der Hand, Entschuldigung. Der ist da unten, ist er. Es ist ja schon so schön interessant, weil ich euch so zeitverzögert sehe. Oh. Ja. Und dann so im Stream, ne? Ja, das ist sehr interessant. So. Und sonst, Panda, alles schnuffig? Konntest du den Sonntag trotz Arbeit genießen? Ich hatte heute frei. Oh, sehr schön. Ja, sonst wäre ich ja noch nicht zu Hause. Stimmt. So, da ist die andere Seite. Hallo Nightmare. Moin Nightmare. Hallo, Nightmare. Caps Lock ist an, glaube ich, hä? So. So. Der arme Mann braucht viel Liebe. Der kriegt immer ganz viel aufs Dach. Oha. Ja. Kommt aus Offenbach, da haben wir schon mal drüber geredet. Ja, und ich muss sagen, was halt geil ist, ich mache ja auch immer Späße über Offenbach und so. Das Geile ist, ich kenne aber auch Bottrop. Deswegen sollte ich über Offenbach keine Witze machen. Das ist meine Meinung. So, wie lange soll ich das rühren? Das rührst du jetzt, wenn Ja? die Eier fast weiß sind, soll die Speisestärke untergerührt werden. Also so lange wird das wahrscheinlich gar nicht mehr dauern. Nee. Ich habe ja ein Problem. Ich komme mit dem Ding gar nicht bis da unten hin. Einfach ein bisschen schief halten, dann müsste es eigentlich gehen. Ja. Hört ihr mich noch? Ja, dumpf, Ja. blendet gerade die Geräusche aus. So, und jetzt die Stärke unterrühren. genau, jetzt packst du die Stärke mit rein. Und dann? Und dann kommt die Masse mit in die Milch und wird nochmal aufgekocht. Behalt dann die Milch im Auge. Mich die ganze Zeit, aber die Milch rührt sich noch nicht. Okay, ja, das macht die gleich ganz plötzlich. Ich Pass mal auf. glaube, ich glaub, ich muss die Milch mal ein bisschen höher drehen, glaube ich. Ich mache mal auf Anschlag, damit es mal Gas gibt. Oh. Nee, boah, nee, mach das nicht. Mori. Mach das nicht, mach Maximal auf. auf halb. Ich wollte gerade sagen, vor allem bei dem Herr, der meint's mal richtig ernst. Oh. Sieht fast aus wie unser Herd. So, wie lange? Sind die Speisestärke, also einfach unterrühren und diese Masse dann unter ständigem Rühren unter die Milch. Also diese Masse hier. Huch. Genau. Aber schön Sauerei. Aber ihr wisst ja, backen ist nicht kochen. So, zack. So. Das sieht gut aus.
Stelle ich mal hier hin, dann mache ich da mal ein bisschen sauber. So, jetzt. Also richtig Action gibt die Milch noch nicht. Also ich habe bei diesem Herd den Eindruck, dass der zwar Knallgas gibt, wenn du den aufdrehst, der aber so in dem in der mittleren im mittleren Bereich so, weißt du, was ich meine, nicht so performt. So. Zack, 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 zack. So, dann stellen wir das mal zur Seite. Und dann behalten wir die Milch mal im Auge. Okay. Ach, So, und der wenn wir meint das, wie geht das denn dann Offenbach. Oh, weiter, ich bin wenn. so doof, ne? So, ups, genau. Ich bin Ich eine. dachte gerade, Nightmare schreibt gerade an Panda, du warst noch nie in OF, oder? Da musste ich jetzt gerade eine Weile drüber nachdenken. Hä, ich habe sofort gecheckt, dass es Offenbach sein soll. Was sollte das denn sonst Ich sein? habe es gerade irgendwie aus dem Kontext rausgehalten. Eine andere Deswegen. Plattform, die man auf Twitch nicht erwähnen darf. Oh. Ja. Deswegen bin ich gerade nur kurz hellhörig geworden und dachte so, hey, das passt doch gar nicht in den Kontext. Ja, bei Stefan und mir schon, aber das ist ein anderes Thema. Bastler. So, Spaß, 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 Spaß. So, warte mal, das stelle ich mal da zur Seite. So, während die Milch jetzt hier noch nichts macht, wie geht's weiter? Eigentlich musst du jetzt nur auf die Milch noch achten. Kannst schon mal Schälchen holen? Nimm am besten diese zwei Dinger, wo ich immer Rahmen Ja, dran ja, mache. ja. Genau. Ey, du hast geleakt Hast du doch schon tausendmal, ehrlicherweise. Stimmt allerdings, stimmt. Immer und Dann immer. gehst du mal in den Kühlschrank ans Tiefkühlfach und holst Ja? da das Päckchen Himbeeren raus. Oh. Und da machst du dann irgendwie in jedes Schälchen, so dass der Boden so gerade bedeckt ist, machst du ein paar Himbeeren rein. Oh, das hört sich geil an. Ja, Das, hol ich mit Himbeeren. Oh, dass Himbeeren. der Boden gerade so bedeckt ist. Ja, Warte so eine mal. Schicht halt irgendwie, ne? So wie du Bock hast. Ja, das sieht doch Das gut sieht doch aus. gut aus. Hier weine. So, vor allem, weißt du, zwei Hausfrauen, also trainierte Hausfrauen meine ich damit, gucken einen Typen beim Kochen zu und kriegen Ausraster. Also Das ist eine im Prinzip ein trainierte geiles Hausfrau Konzept. bin ich nun wirklich nicht. Also den Ausrast habe ich Naja, nur bekommen, als du angefangen hast, die Vanilleschote da auseinanderzunehmen. boah. Da fängt dann das Augenlid plötzlich so an zu zucken, ne? Ja, das war so ganz komisch. Da musste ich ganz schnell mal an den PC. Aber ist auch cool. Ich glaube, Mori war da jetzt auch dankbar, weil ich Na glaube, das klar. ist sonst Na klar, na Fummelei. klar. Ja. Ja, weil das Problem ist ja, wenn du das so nie gezeigt bekommen hast, weiß man das nicht. Das ist ja so Ja. das Thema, ne? Ja, und da muss ich erstmal überlegen, wie erklärst du das jetzt am besten? Vor allem, weil ich dich ja nur verzögert gesehen habe. Ja. Aber es Aber hat du ja hast es geklappt. geschafft. Ja. So Ja. sieht's aus. So, die Milch ist immer noch nicht am Start. Der Topf Nee, ist es heiß, dauert. also das dauert, ne? So, Ja. sollen wir dann mit, also dann gleich einfach, Du musst dann wenn nur die. das, was du jetzt gerade gerührt hast, musst du in die Milch einrühren. Kochst Ja. das zusammen nochmal auf. Musst halt nur Ja. vorsichtig machen. Ja. Unter ständigem Rühren vor allem, Ja. damit das nicht anpappt. Und dann Dann nehme ich am kannst du. besten so einen Schneebesen für, oder? Ja, kannst du nehmen. Kannst du machen, ja. Und dann kippst du das alles einfach in die Schälchen, auf die Himbeeren. Boah, geil. Okay. Gut. So, und solange die Milch jetzt noch am Start ist, mache ich mal hier mit weiter, würde ich sagen, oder? Ich Damit fürchte, wir ich von der fürchte, Zeit so ein bisschen. ich fürchte, du bereust das. Ich traue der Milch immer nicht. Ach, ich habe da alles im Griff, Leute. Ich das sagen. Das ist doch gar keine Frage hier, Leute. Jetzt, also, pass auf, jetzt kommt das Zähnchen ins Spiel. Der Mori hat So. alles im Griff. Natürlich. Und gleich Ja. macht's. Naja, Ne? wenn es nachher verbrennt, dann ja, habt ihr halt weniger. Ja, und So. vor allem den angebrannten Geschmack. Ja. Naja. Ja, wieso? So Vanillepudding mit Röstaromen ist auch was Leckeres. Oh, Oh. nee. Nicht so? Nee. Nee, lass Ah. gut sein. So, erstmal das Hähnchen abwaschen. Waschi, 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 wasch, wasch, wasch. So. Vielleicht müssen wir eine Kamera auf die Milch jetzt richten, dann können wir dir Bescheid Hey, ich sehe sie hier. Die Milch und ich, wir sind. sagen. Das Ja, läuft. gleich Ja, hast du ja, sie. ja, ja. Ach was, ach was. Pass auf, er fängt an, das Fleisch klein zu schneiden und in dem Moment, wenn die Finger eingesaut sind. So.
Nix, Alter, die Milch und ich, wir sind so. Ja, ist klar. Wie hoch ist denn eigentlich die Verzögerung? Zwei, drei Sekunden. Ah, das geht ja noch. Ja. Ich weiß ja, früher, da war das bei Twitch, als das neu war. Da habe ich mal mit einem Kollegen so aus Gag gestreamt. So ein Spiel, altes Live. Und da hatten wir locker 30, 40 Sekunden. Ohne Warte mal, ich Probleme. kann ja mal was in den Chat schreiben und dann gucken wir mal, wie lange es dauert, bis das bei mir auf dem Display aufploppt. Im Jo. Stream. Ja. Zack, 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 zack. 5 Sekunden. Okay, Ja, los. das geht doch klar. So, also die Milch kocht noch nicht, aber die ersten Bläschen kommen. Ja, okay. Dann rühr doch Dann die Masse versuch's schon mal dann. ein, dann kann das zusammen aufkochen. Genau. Okay, nicht warten, bis das, weil da ja zweimal aufkochen stand. Ja, aber da hast du jetzt ja Nö, nur die das Vanille macht drin. Das keinen macht ja, das spielt Unterschied. ja keine Rolle. Ja, Mädels, klar, natürlich nicht, weiß ich doch. Achso, du solltest vielleicht vorher die Schoten rauspulen. Ja, Ah, die hast du stimmt. gar nicht mit reingeschmissen, ne? Die liegen noch auf dem Brettchen. Ja, das war nicht so gut, ne? Nö, alles gut. Nö, das war nur eine optionale Version quasi. Okay. So, jetzt werde ich mit dem Schneebesen, werde ich jetzt unter ständigem Rühren die Masse, die sich kaum bewegt. Genau, ich brauche ein bisschen, bis sich das in der Wärme auflöst. Nee, das, die kommen hier noch nicht mal aus dem Ding raus. Dann musst du rauskratzen. Du Vielleicht, oh kannst auch doch. was von der warmen Milch einmal mit in deinen Becherchen da packen und einmal glatt rühren. Ja, mach ich gleich, warte. Da, ich hab grad so einen Flow hier. Ah, okay. Man sieht es. Achso, ich stehe im Weg, ne? Warte mal hier. So. Aha. Das sieht sehr zäh aus. Sieht, ist auch C, ja. Ja gut, muss ja ein bisschen, ne? Bei einem halben Liter Milch muss ja ein bisschen was. Der Vanillepudding darf ja nicht flüssig sein. Nee, das schmeckt dann ja nicht. Ja. Ja. Hallo? Aber das kannte ich auch noch nicht, dass das Eigelb mit dem Puderzucker verrührt wird, bevor man die Stärke damit unterrührt. Ich habe das jetzt, ich habe da, also Vanillepudding hatte ich selber jetzt so noch nicht gemacht, glaube ich. Deswegen hatte ich da jetzt keinen Vergleich oder so. Aber gucken wir mal, ich bin gespannt. Es hört sich so jetzt halt erstmal relativ easy an, so. Ja. Ich suche mir danach ungern irgendwelche Rezepte raus, die, dann schon so super kompliziert sind, wo du für das, wo du für studiert haben musst. Ah, okay. Für mich ist es nah dran an Studieren, wenn ich ehrlich bin gerade, aber so, check. Es ist Warte. eingerührt, es pufft, es Fängt es an kocht auch. anzudicken? Ja, da kann man das nennen, ja. Oh, das kommt steil hier. Dann mach mal den Herd aus. Ja. Herd ist aus. Aber ist das Ei da drin jetzt wirklich schon durchgegart? Ja, das kannst du jetzt schon theoretisch umfüllen und kalt stellen. Also wenn die Milch jetzt richtig heiß wird, man sieht es ja nicht. War die richtig heiß schon? Ich warte mal. Das muss schon so eine Ja, puddingmäßige das Konsistenz blubbert ja schon. kriegen. Das, du hast ja dieses Eigelb, das ist ja ganz dünn da drin. Das ist ja super schnell gar dann in der Hitze quasi. Weißt du, wie ich meine? Okay. Ich weiß nur, bei Eiern, Hauswirtschaft war immer Alarmstufe Omega. Ja, Ja, aber bei aber der das sieht Hitze gut ist aus, das das, kannst du umfüllen. das sollte passen, Okay. ja. So, Und umfüllen, wurde. selbst wenn wir rohe Eigelb essen, ist auch nicht tragisch. Auch wieder war heutzutage nicht mehr ganz so wild, ne? Nee, ich glaube auch. So, Vor allem esse umfüllen. ich mein Ei gerne so, dass das Eigelb noch leicht flüssig ist. Ja. Oh, ja, stimmt. Habe ich gar nicht überlegt. Hast Das ja stimmt. recht. Also das ist nicht so wild. Eiweiß ist dann halt doof, aber. So, ich mache das Ja. jetzt mal in der Nähe der Spüle, damit ich hier, ihr versteht. Oh, das sieht aber gut aus. Geil, Vanillepudding. Aber muss ich noch so lange warten? So, ich muss mal die Männer ein bisschen in der Küche unterstützen. Ich will auch noch ein Dessert dazu Mach machen. das. Mach Ja, das. vielen lieben Dank, Panda, Ja, ne? lieben Danke, Dank. danke, Gerne. danke. Viel Erfolg noch und ich hoffe, es schmeckt nachher. Ja, Ich hoffe auch. Danke, bestimmt. danke. Das sieht ja schon gut Ciao. aus. Tschüssi. Ciao, ciao. So. Ich kann ja mal zeigen, wie es aussieht, ja?
Ja. Bisschen höher, weil es sehr hell ist. Oh ja, das sieht gut aus. So, das lasse ich jetzt hier stehen oder Kühlschrank? Pack's ruhig im Kühlschrank, wenn da Platz ist, soweit. Mhm. Das hat sich so energieeffizient, aber bei dem Wetter ist das ja egal. Ja, bei der Menge, glaube ich, ist das auch nicht so tragisch. Ja. So, cool. Das hat doch geklappt. Dann geht's weiter mit dem Hähnchen. Würde ich sagen, oder? Zack, 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 zack. Aber das war ja sehr hilfreich. Weil da muss ich sagen, da wäre ich nicht drauf gekommen, ne? Nee, ich auch nicht. Da hätte ich jetzt auch sehr doof dagestanden, glaube ich. So, dann schneiden wir das Ganze jetzt in Streifen. Das falsche Messer dafür. Da, 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 da. Da, 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 da. So. Da, 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 da. So. Also, wie gesagt, die Kombi ist aber auch irgendwie geil, die wir uns haben einfallen lassen, ne? Hähnchen süß-sauer mit Vanillepudding. Also weiter nichts. Das aber finde ich aber okay eigentlich. Also Lecker, lecker, ne? Lecker, doch, lecker, doch, finde ich auch. kann man machen. Finde ich auch so. Zack, und das teilen wir auch noch. So, und fertig sind die Hühnchenstücke. So, das haben wir. Dann müssen wir hier schon mal Wasserkocher anschmeißen. Gut, in einer kleinen Schüssel Maisstärke mit etwas Salz und Pfeffer würzen. Okay. Machen wir doch glatt. Aber natürlich. So, wir haben also hier unsere Schüssel. Dann haben wir hier irgendwo die Maisstärke. So, die Maya ist gerade unterwegs, leider. Die kann ich hier gerade nicht zeigen. So. Dun, 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 dun. Ach, die ist hier oben. Die liegt hier. Ja. Neben deinem Tisch. Das ist ja süß. So, Maisstärke. Dazu Salz, Pfeffer. Bin Hol schon sehr, ich bin sehr ordentlich. gespannt auf den Vanillepudding. Ich auch. So, ein bisschen mehr noch. So. Also Maisstärke, Salz, Pfeffer, darin werden wir die jetzt wahrscheinlich wenden. Genau. So, dann schmeißen wir das mal da rein. Und dann würde ich einfach mal einen Löffel nehmen. So. Dam, 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 dam. Ja, da kriegt man schon Hunger, ne? Ja, sag mal. So. So, das sieht gut aus. So, na, da noch ein bisschen. Wollen wir ja gleichmäßig machen. Aber Das ist ja natürlich. wichtig. So. Gut, dann bereitstellen. Check. Mit dem Brühpulver und 200 Milliliter Wasser eine Gemüsebrühe herstellen. Also, das heißt, wir brauchen. Nehmen wir jetzt einfach hierher, heißt das Wasser. Also, die Küche räume ich heute auf, weil du wirst mich sonst hassen. Das ist ein Albtraum hier, ohne Witz. So. Da musst du die Maya schnappen. Da muss ich mir Maya schnappen. So. Kannst natürlich auch beides machen. Ja. Ja, kann, mache ich auch. Heute ja. So, dann die Gemüsebrühe. Das bedeutet, wir nehmen köstlich heißes Wasser mit der Gemüsebrühe. Ja, riecht auch lecker. Das ist immer das Coole, wenn das alles so lecker riecht und schmeckt und ho. So soll's sein, ne? Ja. So, mir gehen die Löffel aus, merke ich gerade. Was macht jetzt?
Irgendwie haben wir im Moment sehr viel Dingens, Esslöffel immer in Benutzung. Ich weiß gar nicht warum. Ja, ist eine gute Frage. So, dann. Jasminreis in einem Sieb so lange mit kaltem Wasser abspülen, bis das klar hindurchfließt. Die Nummer wieder, wir erinnern uns. Das heißt, wir nehmen hier Reis. Dann nehmen wir das Sieb war hier. So. Oh, schnapp, schnapp, schnapp. Das so irgendwann, also warum man manchmal den Reis wäscht und manchmal nicht, ist irgendwie noch unklar, oder? Wie gesagt, also ich habe das vor HelloFresh nie gemacht. Ich lebe noch. Ich weiß ja auch nicht, Ich ob es glaube nicht, dann. dass das solche Gründe hat, so im Sinne von Abwaschen. Weil manchmal bei denen sollst du es ja nicht abwaschen. Ich glaube, das hat was zu tun mit, dass das dann dicker ist oder so. Ich weiß es nicht. Puh, keine Ahnung. Irgendeinen Grund muss es ja haben. So. Schütti, schütti, schütt. So. Da haben wir den Reis abgewaschen. So. Dann in einen kleinen Topf 300 Milliliter heißes Wasser. Dafür. Ja, jetzt gehen uns natürlich auch die Messbecher aus. Uhuhu. Huhuhu. Ja, warte mal. Das sind 1,7. Dann haben wir 1,8. 7, 6, 7, 8, also bis 1,5. Ja, gut, ich habe hier den Wasserkocher zur Hilfe. Da ist auch eine Skala drauf. So. Dann warten wir, bis der Wasserkocher eben soweit ist. So. Leicht salzen und einmal aufkochen. Dann können wir das ja schon mal salzen. So. Ich glaube, da kommt gerade eine Erklärung auf uns zu. Oh, der abkackte erstmal. Ja. So. Dann. Derweil im Discord geht's ab. Im Discord geht's ab. Irgendwas habe ich da gerade, hat's da dann gemacht. Ja, gucken wir uns gleich an. Entfernst du die überschüssige Stärke, dann wird er lockerer. Aha. Ich habe doch gewusst, irgendein Grund muss das doch haben. Aha. Irgendein Grund muss das haben. Dankeschön, Susanne. Susanne, hast du gerade gegoogelt? Sei ehrlich. So. Wusste doch. So, das kocht. Schuss. Ja. Gut. Dahin. Dann geben wir ihn volle Kalutte. So, dann machen wir zu. Dann machen wir die Dunstabzugshaube an. Mein allerbester Freund, die Dunstabzugshaube. Das ist der falsche Deckel, da ist der richtige Deckel. Entfernt, meine Güte, was ist bloß los? Ja, Mama, manchmal ist es so, ne? Oh, jetzt habe ich geleakt. Was ist denn Stimmt. ein Ja, passiert. Passiert, passiert, passiert. So, Susanne, was gibt's bei euch zu essen? Darf ich fragen? Immer ganz wichtig. So. Er hat doch gerade irgendwas war doch da im Discord. Das habe ich doch gerade gesehen. So. Ach so, ich hatte eben einen Bot noch reingeschmissen, wenn du den Ach meinst. so. Das kann sein. Aber sonst war da, glaube ich, nichts gerade, oder? Nö. Nee, dann ist gut. So. So.
Wir hatten Ja, Chicken komm Wings, schon. hatte keine Lust zu kochen. Ja, aber Chicken Ah, Wings ist aber. doch, ist jetzt ja nichts Ja. Schlechtes. Ja, vor allem, wenn die so geil durchmariniert sind, ne? Dann ist Ja. halt echt schon super. Ja, das stimmt. Ja, das ist schon nicht das Schlechteste. Kann man verzeihen. Vor allem, jeden Tag selbst kochen, da bist du aber bescheuert, ganz ehrlich. Geht gar nicht. Ja, alleine, wenn man hier für diesen Stream, also das macht doch da Gott sei Dank die Sona. Da bin ich auch sehr dankbar drum. Weil den ganzen Kram zu organisieren, boah. In den Backofen und fertig. Habe ich nicht selbst mariniert. Ja. Ach, Ja. Sam. Mache ich mittags sonst mal ganz gerne, weil die kann man ganz gut in den Airfryer packen. So, Reis kommt rein. So. Dann rühren wir das mal ein bisschen hier auf, dass das ein bisschen da. So. Zack. Und Reis darin auf niedriger Stufe. Okay, dann drehen wir das mal runter. Minuten abgedeckt köcheln lassen. Ja gut, alles klar. Und drauf. So, aber ich mache mal so halb drauf, weil wir wissen ja, auch bei Reis geht's manchmal steil. Ja, obwohl So. der ist ja nicht ganz so schlimm zum Glück wie Milch. Milch ist halt echt mies. Ja. Die sieht irgendwie, dass du um die Ecke gehst und dann rastet die komplett aus. Dann ist, ja, die ist wahrscheinlich schüchtern, wenn man zuguckt. Dann traut er sich nicht. Kann die nicht. Ja, oh nein, 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 nein. So, dann geht's weiter. Weiße und grüne Teil der Frühlingszwiebel getrennt voneinander in Ringe schneiden. So, jetzt haben wir hier das alte Leid wieder. So, wo ist grün, wo ist weiß? Aber wir machen das mal nach Bestgusto. So, wie wir es immer machen. Bis jetzt sind wir damit ja sehr gut gefahren. So, das heißt, wir schneiden als erstes mal die Frisur ab. Was, Susu? Susanne hat zum Nachtisch Toffifee gekriegt, wird mir gerade zugetragen. Oh, da wird auch jemand verwöhnt heute. So. Dann der innere Ring. Den mache ich ab. Und hat sich, war nicht genug, hat sie sich noch mehr geholt. Naja, das glaube ich. Toffifee Ja. ist sowieso schlimm, Alter. Einmal Ja, angefangen. das ist echt übel. Ja. Also, wenn du Susanne ärgern willst, bringst du ihr einfach eine Packung Toffifee Ja. mit. Ich habe da einen ganz dummen Gag, aber das Problem ist, wenn ich den Gag erzähle, dann ist die Pointe jetzt schon klar. Aber, weil wir jetzt darüber gesprochen haben, egal, ich erzähl's trotzdem, pass auf. So ein Mann geht zur Bushaltestelle, ne? Jeden Morgen. Und steigt Ja. im Bus ein. Und ist immer derselbe Busfahrer, immer. Und der Busfahrer kriegt immer eine Nuss von dem Passagier. Jeden Ja. Morgen. Hier eine Nuss für dich, guten Appetit. Hier eine Nuss für dich, guten Appetit. Und der Busfahrer freut sich. Und dann wieder hier eine Nuss für dich, guten Appetit. Und irgendwann ist der Busfahrer irritiert. Und fragt, sag mal, wieso kriege ich denn immer von dir eine Nuss? Was ist das denn für eine, was soll das? Da sagt er, ich esse jeden Morgen Raffaello, aber ich mag die Nüsse da drin nicht. Also wirklich, nee. Ja, ein Hammergag, ein Ja. Hammergag. Ihr habt ihn hier zuerst gehört. Selbstverständlich. So, dann Selbstverständlich. brauchen wir dieses Tool. Wo ist denn dieses orangene Tool für die Zwischenräume hier? Ach so, in dem Becher eigentlich, ne? Ja, aber ist ja gar nicht drin, du. Das ist ja gar nicht drin. Das Sending. Dann mache ich das hier mit dem Pizza, das ist auch egal. Ja, es ist halt Kochen für Vollpfosten, aber wir sind erfinderisch, wir bleiben am Ball. So, da. Ja, wer hat das verraten, Susanne? Da würde ich jetzt mal in meinem Haushalt nachgucken, wer das war. Nimm eine Pfanne mit. So. So, die mache ich mal an den Rand hier. Und dann kommt dafür einmal die weißen Ringe hier rein. So, zack, zack, zack. Schnipp, schnipp, schnipp. So, und dann haben wir auf der Seite die weißen Ringe. Dam, 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 dam. Ich habe echt Bock auf den Pudding und alles, ne? Doch. Ich auch, ja. Ja. Da freue ich mich sehr drauf.
So, was macht die gute Maya? Ist sie brav? Ja. Ja, die Lichte, die ist am Ratzen. Hehehe. So. Das haben wir. Dann Zwiebel abziehen, halbieren und in Spalten schneiden. Hä? Spalten? Ehrlich? Zwiebel in Spalten? Habe ich auch noch nicht gemacht. Also gehört. Ja gut, warum nicht? Da, 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 da. Was denn für Spalten? Dicke, dünne? Was für Spalten? Ach so, okay. Gott sei Dank sind da immer Bilder für Idioten drauf. Kann sich da immer einen abgucken. So. Äußere weg. Und auch hier das Äußere weg. Bist du eigentlich jemand, der, wenn er mit Zwiebeln arbeitet, auch so Tränen in den Augen kriegt? Aber selbstverständlich. Ich nicht so. Nicht? Da muss schon viel passieren. Was bist du? Aber so unter normalen Bedingungen, ich bin halt ein Mann. Nein, unter normalen. Ja, der war billig. Ich weiß gar nicht, was habe ich denn die Tage gekocht mit, was war denn das? War das auch mit Lauchzwiebeln oder so? Da haben selbst die im Auge gebrannt, glaube ich. Bin mir aber gerade nicht. Nein, Lauchzwiebeln haben bei dem Auge gebrannt. Ich muss gerade überlegen, was habe ich denn gekocht die Tage? Lauchzwiebel. Geil. Ich meine, da hat irgendwas, weil mich hat das auch überrascht, dass dann plötzlich meine Alexa, Augen brannten. Preistimer für 8 Minuten. Habe ich ganz vergessen, den Reistimer. So. Ja, was also Lauchzwiebeln kann ich mir jetzt persönlich nicht so vorstellen, im ersten Moment, ne? Aber weiß ich nicht. Aber ich habe tatsächlich, ich habe das sowieso generell nicht. Also nicht so stark. Du bist bestimmt gar kein Mensch. Ja, ich bin ein Schnuffelbott. Oh. Oder vielleicht auch eine Meerjungfrau. Aber das erzählen wir hier nicht. Nein, nein, nein. Nee. So. Echt? Lauchzwiebeln in den Augen, dass man tränt? Boah, noch nie gehört. Ich habe Krass. relativ viele geschnibbelt irgendwie. Ja, gut, das kann natürlich sein, dass das so über die Menge kommt. Überlege gerade, was habe ich denn die Tage mit Lauchzwiebeln gekocht? So. Ja, Zack, stimmt, zack. Gemüsezwiebeln sind unter Umständen nicht so schlimm, aber die können trotzdem auch brennen. Ja. 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 So, Paprika halbieren, Kerngehäuse, Paprikahälfte, Würfel. Also gut, wir machen jetzt hier draus Würfel. Das ist immer ein Riesenspaß für mich, weil wegen diesen Dreckskern. Aber ich mache das sowieso immer anders wie andere. Deswegen habe ich da nicht so ein Thema mit. Weil, so. Jetzt operiere ich das nämlich einfach immer so raus. Zack. So, und heraus bleibt eigentlich. Aber ich muss eh nochmal abwaschen. Und dann wasche ich auch die letzten Kerne weg. So, das war schon ein bisschen zu nah dran. So. Dann kommen hier die Kerne raus. Zack. Zack. So. Dann waschen wir das mal ab. Waschi. Einmal. Ja, anfangen zu singen könntest du doch noch beim Kochen. Was soll ich singen, Leute? Nein, um Gottes Willen, Alter. Ich will ja nicht, dass ihr euer Follow wieder wegschmeißt. Ich bin ja froh, dass ich den noch halten kann. So. Da, 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 da. Ich liebe ja Paprika. Paprika ist der Hammer. Wusstest du übrigens, dass in der Schweiz Pepperoni, also Paprika Pepperoni genannt wird? Nee. Nee. Das habe ich sehr schmerzlich mal festgestellt. Also den Begriff Paprika gibt's da gar nicht, oder? Kann ich dir gar nicht so genau sagen, aber es ist tatsächlich, ich habe ja mal in Zürich gelebt und weil ich da einen Job hatte, also ein Projekt, besser gesagt, der Job war der gleiche, Ja. bei der gleichen Firma. Und da habe ich mir mal eine Pizza bestellt, die in Zürich schweineteuer war. Ich weiß nicht mehr, wie viel, lass es sein. 20 Euro, wenn das mal reicht. Also umgerechnet. Das war richtig brutal. So, und dann habe ich mir eine Pizza bestellt mit Pepperoni drauf.
Ja. Und bekam eine Pizza mit allem, was ich so drauf haben wollte, Schinken, was weiß ich was, und Paprika. Und ich da angerufen für den Preis. Ich denke so, mal Leute, geht's noch, Alter, für den Preis und so? Ja. Hat er mich auf der anderen Seite ausgelacht. Da hat er gesagt, hör mal, Freund, googelst du mal Paprika? Googelst du mal Pepperoni? Da habe ich Pepperoni über Google Schweiz gegoogelt und siehe da, Paprika. Ja, ist Und da habe ich gelitten. Ja. unangenehm. Obwohl Paprika auf der Pizza ist jetzt auch nicht schlimm, oder? Ja, konnte ich ja runter machen, aber es war halt, passte nicht zu dem Gesamtensemble, verstehst du? Ja, klar. Das war so eine Sache, so. Weiß Aber gar nicht. Ich ansonsten. glaube im Englischen oder ich glaube im Amerikanischen eher ist jetzt zum Beispiel Pepperoni auch dann so Salami oder so, ne? Ja, aber ich glaube, da So ist eine das nochmal. Es gibt eine ja so eine. scharfe Salami ist das dann, glaube ich. Genau, ja, genau. Ich glaube, die heißt sogar Pepperoni-Salami. Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwie, ja. Aber irgendwie. Weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich weiß, was du meinst. So, schnibbel die, schnibbel die, schnibbel. Oh, da ist ein Kern. Der muss weg. Oh So. Gott, oh Gott. Na, müde, ne? Und da kriegt man jetzt so langsam Hunger. Oh, ja, Man die muss nur so Maya lange hat mich warten. ja heute Morgen auch ein bisschen früh rausgehauen. Und Oh, wie gestern früh? auch. Wie früh war das? Gestern war es 5. Heute war es dann 6, aber ich war um 1 ja erst raus mit ihr nachts. Ja, stimmt. Das heißt, sie hat mich keine 5 Stunden schlafen lassen. Ja, stimmt, das war wirklich wild gestern Abend. Das ist schon wirklich gemein, wenn man abends nochmal mit ihr rausgeht, dass sie das morgens nicht draufrechnet, ne? Ja. Die besteht dann auf ihren regulären Gang morgens. Natürlich. Aber das ist wirklich, also, das war. Ist im Moment, sie ist ja in einer schwierigen Phase, so viel kann man ja sagen. Und das ist so eine Sache, da macht der ist hier sowieso komplett durcheinander. Ja. Ah, ist wirklich wild. Da klappt nicht mal mehr Kommandositz quasi. Ne. Außer du hast Leckerlis, dann reißt er sich zusammen. Das stimmt. So, schöne Würfel, Würfel, Ich muss Würfel, mal einmal Würfel. kurz, ich bin mal kurz weg, ich muss mal Nase putzen. So, Bärchen ist Naseputzen. Währenddessen schneiden wir hier lecker Paprika. Paprika, Paprika. So. Paprika ist, finde ich, auch ein, klingt total bescheuert, aber eine Hammerfrucht, die man auch so snacken kann, oder? Gibt ja echt so Gemüse und Obst, Obst sowieso, aber Gemüse, dass man echt, wie, weiß nicht. Also gibt ja viele, die essen Peperoni einfach mit Salz, Pfeffer und irgendwie so ein Crème fraîche oder so. Ja, und brauchen dafür keine Chips, was ja eigentlich viel geiler ist, weil viel gesünder und so. Auf der anderen Seite, wer schneidet sich denn abends immer jedes Mal Peperoni so auf? Das ist dann ein bisschen auch ein bisschen blöde. Aber kann trotzdem sehr viel. So. Schnibbel die, schnibbel die, schnipp, schnipp, schnipp. So, und Maya wird bald wieder, ist sie normal. Die ist halt unter anderen Umständen. Hallo, Sona. Was, ich muss Rui unbedingt irgendwann mal fragen, wie das überhaupt zustande kam. Weil überall, wo der auftaucht, tatsächlich, überall wird er dann so, hallo, Rui. Ich weiß gar nicht warum. Das Wahrscheinlich findet er überhaupt gar nicht lustig. Also, er geht ist voll aber auf den total Zeiger genervt. und, oh. Ja, ich heiße Reh, Herrgott, nicht Rö. Ne? Muss ich mal fragen. So, das haben wir. Dann noch die zwei Stücke hier. Dann haben wir die Paprika. Rote Paprika. Oh, Entschuldigung. Oh Gott. Rote Paprika zum Snacken ist lecker und auf jeden Fall besser als Toffifee. Das ist absolut korrekt. Hat Susanne absolut recht. Ich habe mich gerade darüber ausgelassen, dass Paprika ein super geiler Abendsnack ist. Ja. So mit so. Hast du das nicht auch schon mal gehabt? So mit Salz, Pfeffer und so einem Käse oder so, irgendwas? Ja, irgendwie halt einfach so, weiß ich nicht. Was halt geil, also das, ich hab mich da mit, wie sag ich schnell, mit der Osteopathin drüber unterhalten, so generell Aha. Ernährung halt. Ja. Und das Problem haben ja viele, ne? Also es ist ja so, dass du,
dass so ja Alexa, stopp. eine Tüte Chips aufmachen oder eine Packung Schokolade oder so. Es geht immer schneller. Das ist immer einfacher, als zu sagen, ich gehe jetzt in die Küche und schnippel mir irgendwie einen schönen Teller mit Möhrchen, Gurke und Paprika oder so und pack mir da irgendwie so einen Dip oder so zu. Absolut richtig. Wenn das fertig wäre, dann würde ich das eher essen als Ja, Dings. eben. Und das wäre viel geiler. Ja. Wir müssen aber irgendwie hinkriegen, dass wir das machen. Ja, weil das Weil ist ja gerade so, abends. leckerer ist das schon. Also ich würde das schon eigentlich, glaube ich, Schokolade oder so dann auch vorziehen. Ja, weil das Problem ist gerade, also wenn ich mal auf mein Gewicht gucke, das kommt alles nachts von diesen komischen Bomben, ne? Alles, was du da So, so Bärchen. vorm Schlafen noch reinballerst. Ich mache hier gerade die Soße. Wie stehen Sie denn Aprikose gegenüber? Ich glaube, in diesem Rezept kam das sehr gut. Ich Gut, weiß nicht, ob danke. du das willst, musst du wissen, aber Reiner mit für Aprikose mich ist ist lecker. okay. Aprikose ist der Hammer. Vor allem ist das ein Aprikosen-Chutney. Weil Chutney viel cooler klingt. Das klingt mehr so nach Berliner Szeneviertel. Ganz ähnliches Zeug. Ja. Ja. So, also wir packen da jetzt rein Ketchup, Aprikosenkonfitüre, Rotweinessig, den haben wir hier auch. Schon abgefüllt hier, alles. Zack. Und dann Sojasauce. Oh, das ist natürlich sehr geil. Ja, genau. Ja. Sojasauce ist mittlerweile auch so, ich weiß nicht, früher hat man das gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber mittlerweile ist Sojasauce in sehr vielen Rezepten vertreten, ne? Ja, So grundsätzlich, jetzt das ist wahr. nicht nur so bei HelloFresh, sondern das ist so ein bisschen rübergeschwappt. Das finde ich sehr gut, ich mag das gerne. Und ein bisschen Zucker. Das mag ich auch gern, das stimmt. So, das rühren wir jetzt. Und dann haben Rühre. wir unsere süß-saure Soße. Also die süß-saure Soße von HelloFresh war jetzt Ketchup, Aprikosen-Chutney, Chutney-Dings, Zucker. Sojasauce und das war's, glaube ich, oder? Habe ich was vergessen? Ketchup, Aprikosenkonfitüre, Rotweinessig, genau, Sojasauce und Zucker. So, und herauskommt, das sieht jetzt wahrscheinlich nicht so Bombe aus, aber es wirkt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Also, Es mag das ich auch könnte echt werden. gerne, weil das ist auch eins von diesen Gerichten, das nicht so so dolle voll füllt, so dass du so übersatt bist. Ja. So. Wie ist der Winkel? Ja, passt. Gut, dann Genau, machen wir so noch ist gut. so. Wobei Toffifee manchmal auch geil ist. Das ist das Problem. Vielleicht Oder manchmal? klaut dir Susanne ja nochmal welche. Ich glaube, sie hat eine Quelle gefunden. Boah, ja, so ein Toffifee-Baum. So, jetzt kommt immer was ganz Spaßiges, womit ich gar nichts anfangen kann. Und zwar habe ich jetzt hier abgefüllte Sesamsamen. So. Und diese Sesamsamen soll ich ohne Fettzugabe, ohne alles in der Pfanne rösten. Das ist Das geil. ist geil. Ja, das hast du aber auch schon mal. Hast du das nicht schon mal gemacht? Ja, aber das ist nicht ganz so trivial, wenn ich ehrlich bin. Okay. So, dann brauche ich eine Tasse, wo ich die gleich reinpacke. Oh, Werbung. Was, Werbung? Also. So, und Egal, da kann man dann. mal Werbung machen. Gut, circa 1 Minute auf mittlerer Stufe rüsten. Warte mal, dann nehmen wir mal. Aber da müssen wir ein bisschen hier. Bis er fein duftet. Das ist auch eine Angabe, Leute. Bis er fein duftet. Was? Das ist echt geil. So. Wir behalten das mal im Auge. Der kriegt auch so eine Farbe dann eigentlich. Aber ich röste den noch nicht. Also dafür hat er noch weit zu wenig Temperatur. Sieht noch recht hell aus, so. Ja, ich kann nicht aufhören, wenn ich damit angefangen habe. Übrigens, Sona, das mit der Palette geht klar.
Palette? Welche Palette? Ich habe gerade den Mitbewohner von Susanne. Ja. der hat mir gerade den Toffifee-Leak geschrieben und schrieb, dass der von ich kann es ja, ist ja egal, von meiner Schwester 5 Packungen gekriegt hat fürs Hüten der Katzen. Und Wow. daraufhin habe ich geschrieben, dass wenn wir Maya mal zum Hüten hingeben, müssten wir wahrscheinlich mit einer Palette um die Ecke kommen. Weil Das glaube ich auch. Maya macht ja ein bisschen mehr Arbeit, glaube ich. Das muss man, kann man leider so, ja. Das ist richtig, das ist richtig. So. Da möchte ich aber mal die Augen sehen, wenn da plötzlich einer mit einer Palette Toffifee vor der Tür steht. Genau, hallo, unterschreiben Sie mal hier. Dann hörst du im Hintergrund den LKW. Und dann kommt Tragen da können Sie einer mit so einer selber ist Ameise raus. tragen können Sie selber ist nur bis Bordsteinkante. Ja, genau. Hier unterschreiben bitte. So. Also, das Röstaroma-Feeling habe ich hier noch nicht. Ich drehe mal ein bisschen auf. Ich mache das jetzt mal nach eigenem Gusto. So, ich guck mal derweil. Oh, wie der Vanillepudding so aussieht. Meinst du, der hat sich verändert? Ja, ich wollte mal gucken. Zeig doch mal eine Kamera. Wenn du schon guckst, wollen wir auch gucken. Ein bisschen höher. Das Licht ist gerade so komisch. Ah ja, doch, jetzt sieht man es. Ja, das sind Ja. übrigens Himbeerstücke, ne? Nicht, dass ihr euch wundert, das ist kein gerundetes Ei oder so. Also, naja nur. Ich glaube, die So. Maya kommt runtergetrapselt. Oder doch nicht? Nee, sie gehen da erstmal auf dem Treppenabsatz. Aha, überleg, gehe ich jetzt runter? Nee, ist so Oh, anstrengend. jetzt sieht man das, dass das jetzt eine Farbe bekommen hat? Ja, jetzt sind wir, oh ja, jetzt sind wir dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das fein duften nennen würde, aber auf jeden Fall sind sie gerüstet. Hallo Maja. So, ja Maja, pass mal auf, ich sag dir, kannst du gleich mal in die Kamera Hallo sagen? Hallo Herrchen, ich Ja. habe gehört, du hast einen Snack für mich. Wo hat die da denn gehört? Weiß nicht, vielleicht habe ich ihr das gerade geflüstert. So, und rein da. Zack. Dann muss ich die Tasse mal, die Tasse, die Pfanne mal kurz befreien. Hier sieht wieder aus, Alter. Unfassbar. Aber gut, so ist halt nochmal. So. Zack, 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 zack. Weg da. So. So. Oh, da habe ich wo reingegriffen. In die Mülltüte. Das ist ja nicht so gut. Dann wird es jetzt langsam spannend, Sona. Ja. Dann wird es jetzt langsam spannend. Wir haben Hunger, 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 haben Hunger, 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 haben Hunger, 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 Ja. haben Durst. Wenn wir So. nichts kriegen, kriegen. Nee, ich fange jetzt nicht an zu singen So, weiter geht's nämlich. In der großen Pfanne ein Esslöffel Öl auf mittlerer Stufe. So, zack. Dann gehen wir hier auf mittlere Stufe. Ein Esslöffel Öl. Weiße Frühlingszwiebeln kommen dann da rein. Okay. Dann warten wir mal kurz, bis das erhitzt ist. Jetzt kommt das Spannende, Leute. Jetzt kommt das Köstliche. So, wir sehen schon, das Öl läuft schon aus allen Seiten weg. Das ist ja normal, weil die Pfanne ja schon heiß war. Yes. So. Zwiebelspalten. War weg. Das war ein bisschen zu viel Elan. Ja, ich wollte ein bisschen einen auch sportlich machen, aber da war nichts. So, dann. So. Mal ein bisschen getrennt hier. So. Zwiebelspalten und Hähnchenstücke. Pass auf, bevor ich das jetzt aber mache, muss ich einmal, dass ich die Dinge ein bisschen trenne. So. Da, 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 da. Hätte ich mal vorher machen können, aber egal. Ja, jetzt geht auch so. Na ja. So, da, 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 Ist ja da. kein so stressiges Rezept eigentlich, ne? Jetzt vom Nö, nö, nö. irgendwie Das sind keine eigentlich ganz. 8 Töpfe oder so auf dem Herd. So sieht's aus. So.
Bam, 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 bam. Und die Hähnchenstücke, die kommen jetzt auch rein. Wupp. So. Alexa, Funtimer für 5 Minuten. Warte mal, wir brauchen noch den hier. So, damit war das ein bisschen. Ich höre Maya bis hier oben hin rumbrummeln. Ja. Die pennt jetzt hier auch, lol. Die denkt sich auch, der hier riecht so gut, hier schlafe ich mal gleich ein. Bei dir eine Füße oder? Vor der Tür zum Balkon. Ach so. Ja. Ja, die hat vorhin im Garten ordentlich geballert. Ah. Da saß Sieht man sehr das gut, viel ja, ne? Energie hinter. Ja. Sehr gut. Das sieht man. Es riecht auch schon so lecker hier oben. Ja. Kann ich nicht irgendwie vorspulen? Ist er nicht mehr lange. Ist er nicht mehr lange. Und wie war es, auf die Katzen aufzupassen? Das stelle ich mir auch süß vor. Wie lange waren die denn da? Weiß man das? das war, also ich weiß nicht. Also bei Maya zum Beispiel, wenn man auf Maya aufpasst, das geht ohne Probleme, weil sie auch sehr viel Ruhezeiten hat. Das einzige Thema ist, dass wenn sie dann aktiv wird, dann will sie Action. Und da ist die Da Uhrzeit auch scheißegal. ist die Uhrzeit egal. Haben wir gestern in Ark überzogen mit dem Spielen. Und dann bin ich auch tot ins Bett gefallen. Und dann fällt Maya irgendwie, wann war das? Um halb eins so? Irgendwie so Halb halb eins, eins. ja. Fiel Maya dann ein, dass sie mich vehement wieder aus dem Bett schmeißen möchte, muss, Ich wollte mit bevor ich Maya, überhaupt mit die ihr Augen zocken, zu ne? hatte. Habe ich so, ja, hab ich so abgelenkt. Habe ich so, mit Maya habe ich so ein bisschen gezockt und gespielt und so. Und dann, als ich kurz aufgehört habe, ist so tap, 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 sofort wieder zu Mama. Und immer schön in die Matratze beißen. Ja. Oh, die Zwiebeln geben ein cooles Röstaroma ab. Nam, 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 das riecht gut. Das riecht gut, das riecht gut. Aber bei dem Rezept verarbeiten wir gleich theoretisch ein bisschen Honig, aber das ersetzen wir durch Zucker, weil wir nicht so auf Honig stehen. Stehst du eigentlich tatsächlich nicht auch nicht auf Honig oder machst du das wegen mir? Nein, ich mag auch kein Honig. Das ist sehr liebensgewürzig von dir. Ich hatte mal an meinem 30. Geburtstag, da hatten wir, habe ich doch diesen Riesentopf mit Currysoße gemacht. Du erinnerst dich? Ja. Da war Breitsamer Honig drin. Der war auch da drin geil. Das war lecker. Also wenn das so untergeht, dann geht das klar. Aber so Honig tatsächlich bin ich gar nicht so der Fan von. Okay, ja. Finde ich, hat das so einen komischen Eigengeschmack. Das ist nicht so meins. Geschmacklich mochte ich Honig eigentlich immer, nur ich habe dann irgendwann, ich weiß gar nicht, ich habe nie viel Honig gegessen.
Ja, selten, aber irgendwann hatte ich dann so dieses schon, wenn ich Honig rieche, kribbelt das im Rachen, hinten in der Nase so ganz eklig. Weiß ich nicht. Und Oha. dann hast du da auch keinen Bock, das zu essen. Nee. Ich weiß nicht, Wie ob kommt denn das. das? Keine Ahnung, was das ist. Weil, wenn du nur vom Riechen kannst, ja nicht sagen, dass das eine allergische Reaktion ist oder so. Vor so einem Traum hast du mal irgendwie so einen Honigschnaps irgendwie besoffen mal dir durch den Kopf gehen lassen oder so? Keine Ahnung. Man weiß es nicht, was so auf dem Dorf passiert ist früher. Ja. So. Wie sieht das aus, Donald? Ist das lecker? Das ist mit Sicherheit lecker, da bin ich mir absolut sicher. Und gleich würzen wir das Ganze und dann ist alles zu spät. Alexa, stopp. So, der Timer wäre rum. So, dann Paprikawürfel rein. Da, 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 da. Yam, 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 So. yam, Alexa, Paprika-Timer für 1 Minute. Also es ist genau So. wie dieses Mysterium, dass ich von Nutella niesen muss, zum Beispiel. Das ist auch ganz komisch. Oder halt so generell auch von dunkler Schokolade. Obwohl Okay. Nutella ist ja eigentlich gar nicht so zart-bittermäßig. Das ist ja eher so wie Vollmilchschokolade, glaube ich, ne? Eigentlich ja, eigentlich ja. Aber ich glaube, das ist so eine Körperreaktion. Bei mir, du kennst ja Kiwi, ne? Dieses Grüne mit dem Ja. braunen, so. Wenn ich das esse, dann habe ich so nach ein paar Minuten, dass ich einmal so machen muss. Ist wirklich wahr. Okay. Ja, so. So. So, dann muss ich Läuft mich. dir kalt den Rücken runter quasi, Ja, da oder muss ich mich irgendwie schütteln. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie muss ich mich dann schütteln, ja? Okay. Oh, da ist ein Stück Paprika verloren gegangen. Das müssen wir mal entfernen, bevor Maya das irgendwie. So. Ja, keine Ahnung, irgendwie, ja. Gibt's sowas? Ja. Ich glaube, bei einer Lebensmittelallergie musst du ja auch nicht niesen, sondern dann ist das ja eher mit Anschwellen zusammenhängend, glaube ich. Oder so. Ja, Von das ist einer wahr. Niesen musst du ja mehr so von, weiß ich nicht, Gräsern, So. irgendwas. Jetzt kommt die Gemüsebrühe rein und die Alexa, stopp! Die Sojasauce kommt rein. Nam, 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 nam. Oh, das kommt Gemüsebrühe gut. und Sojasauce, Ketchup-Sojasauce, wie man die nennen möchte. So. Unterrühren. So ist gut. Okay, dann rühren wir das mal ein bisschen. So, oh ja. Kommt da Das sieht ein bisschen. irgendwas Sahniges rein? Nee, ne? Nein, nein. Okay. Das sieht ein bisschen ungarisch-rustikal aus. Ungarisch rustikal. Ja, oder? Hätte ich jetzt Ja. mal so ein bisschen so Eintopf-Gulasch, nicht Gulasch, Ja, aber so stimmt, so ungarisch. eintopfmäßig sieht es gerade aus, ja. Ja. So, Alexa, Timer für 5 Minuten. So, das köchelt jetzt 5 Minuten ein. Dann kommt ein bisschen Zucker, Salz, Pfeffer. Das stelle ich noch hier hin. Zucker, Salz, Pfeffer. Yam, Und yam, 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 dann yam, 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 yam. haben wir's. Yeah. So, das heißt, die hier muss ich mal sauber machen. Die stelle ich mal dahin, dass ich die mal sauber mache, die Waage. Und ansonsten, ja, das ist jetzt hier natürlich ein absoluter Albtraum. Dun, So, die Honigdinger, dafür hat man jetzt ja nicht Verwendung für. So, das macht ja nichts. Na, So, irgendwann eine das. Honigsammlung, ne? Genau, das lasse ich mal hier stehen. Das auch. So, dann räumen wir hier mal alles zur Seite, denn gleich ist soweit. Dann wird verkostet. Yam, yam, yam. Jam, 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 jam. Boah, ich habe In auch dem echt Hunger jetzt Röhrchen ist langsam, das ne? da hier. Also mir läuft das Wasser im Mund zusammen, wenn ich das sehe. Das ist der Plan. Deswegen willkommen bei Kochen für Vollpfosten, wo Sie böse Hunger kriegen beim Kochen. Das ist der Plan. So, dann können wir das hier auch noch wegpacken. Dann machen wir hier noch ein bisschen sauber. Es riecht auch, ohne Witz, es riecht richtig gut. Ja, so langsam kommt's hier an. Interessanterweise riecht das auch nach Vanille. Das macht die Sache ein Bisschen eigenartig. bisschen strange, aber gut.
Aber gut, es gibt schlimmere Gerüche als Vanille, ehrlicherweise. Aber natürlich. So, möchtest du gleich den Reis unten oder oben? Das ist ja immer so eine Philosophiefrage. Unten. Unten. Den Reis unten. Okay, dann kommt der Reis zuerst. Gut, dann machen wir das so. Ja, das, oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, Leute. Wie sieht das eigentlich aus in der Kamera mit dem Qualm? Geht das klar, oder? Ja, das geht. Das ist nicht so toll. Ja. Ich weiß nicht, ob der Nachtisch jetzt gleich schon abgekühlt ist, oder? Ich glaube, das ist ziemlich egal, weil ich würde den auch so lauwarm essen. Stimmt, das ist richtig. Bei Vanillepudding auf alle Fälle. Ich werde den wahrscheinlich eh nicht direkt nach dem Hauptgericht jetzt gleich essen können, sondern irgendwie, wenn ich da mit Nee. Maya raus war oder so, aber. So sieht's aus. Gleich kommen noch als Deko so ein paar Frühlingszwiebeln oben drauf, aber die sind eher weniger spannend. Aber was wir jetzt hier gemacht haben, ist halt hier dieses, ja, ganz normal. Wir haben einfach jetzt Jasminreis, haben wir ausgewaschen, damit die Stärke runtergewaschen ist, damit das nicht so dick ist. Ja, das hat die Susanne uns ja Nein, damit erklärt. das flauschiger, würde ich gerade sagen. Damit Genau. das lockerer ist, so war die Lockerer. Wortwendung, So, ja. genau, lockerer, genau. So, und hier haben wir jetzt einfach Paprika, Hähnchen, Filet in Stücke. Das Ganze in Maisstärke, also das Hähnchen in Maisstärke, Salz, Pfeffer, so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, mariniert ist der falsche Eindruck, sondern so ein bisschen, wie nennen die das hier? Gewälzt, ja. Dann haben wir hier eine Gemüsebrühe, eine Ketchup-Sojasauce, Zwiebelspalten und das Ganze, ja, jetzt hier drin. Und wir kochen jetzt so ein bisschen, dass die Soße so ein bisschen, ja, eingedickt ist. Und dann haben wir's. Das heißt, den Schwachsinn können wir hier schon mal abmachen. Tüt tüt tüt. Genau. Und dann haben wir's. Ne, Maya? Das schreit doch nach einem Leckerchen, Maya, oder? Ja. Muss ja noch mal in der Kamera gucken. Ja, Maya. Das ist ein Leckerchen, ne? Das müssen wir irgendwie noch eleganter hinkriegen, dass man die Maya dann hier besser sieht, weißt du? Aber. Ne, Maya? Eigentlich müsst ihr die Leckerchen vor die Kamera legen, weißt du, dass sie dann so hochkommt. Würde die bestimmt auch machen. Musst du nur aufpassen mit den Näpfen, die davor stehen. Komm ab, komm ab. Hopp. Ja. Ja, hier geblieben, Maya. Hopp, 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 hopp. Nee, Ja, so einfach ist nicht. Hopp, das hopp, wird hopp. zu anstrengend, Herrchen. Ja, was ist denn, Faulpelz, du? Dann machen wir Sitz. Na ja, gut. Aber nimmst du Nein, wieder gut Quatsch. die Leckerchen? Die scheinen ja dann So wieder. ist das. Komm ab, komm ab. Komm ab, Maya. Komm ab, hopp, hopp. Komm ab. Ja. Jam, jam, jam. Aber auch nur wirklich so das Allernötigste, ne? Ja, genau, schnell wieder runter, weil das echt zu Naja. anstrengend. Ja. Boah, geh mir nicht auf den Zeiger, Herrchen. Mann, du. Alexa, wie lange läuft der Timer noch? 10 Sekunden auf den Timer. Gut, dann würde ich jetzt schon mal den Reis auflockern. Wir haben übrigens keine Löffel, ne? Also mit Löffel gleich essen ist nicht. Ich nehme auch eine Gabel für, das habe ich kein Thema mit. Alles klar. Alexa, stopp. So, dann baue ich gleich wieder um, damit man die Verkostung hier gut miterleben kann. Mein Teller ist reismäßig ein bisschen weniger am Start, weil Sona mag das mehr. Du musst jetzt So. aber nicht hungern, weil ich Reis gerne mag. Nee, das hat nichts mit Hunger zu tun. Aber du kennst Reis, weißt du doch, da bin ich sofort satt. Stimmt, aber letztes Mal, ja, richtig. So, also der linke Teller ist meiner, das müssen wir uns mal irgendwie merken. So. So, das bisschen noch so rein. So. Zack, zack. So, Reis hätten wir. Check. So, wie sieht das aus? Ist das eingedickt genug? Ich würde sagen, bisschen würde ich noch warten, oder? Ja, das ist noch sehr. Ist halt sehr, sehr, sehr lecker, ne? Ist ja eigentlich egal. Also Soße ist ja für den Reis ist das okay, finde ich. Ja, auch wieder war, ne? So, dann würde ich sagen, mache ich das mal mit der Kelle. Mache ich mal hier aus. Na Maja, hast du unten genug Also. abgestaubt? Jetzt versuchst du es hier mal, ne? So. Ja. Ja, denk dran, die So. Kamera gleich umzustellen. Ich komme schon mal runter. Ja. Boah.
Aha. Hier eine schöne Sauerei gemacht. So, da ist auch schon die Sona. Vorsicht, der Teller ist an der Seite heiß. Ich stelle ihn dir mal auf den Tisch. Du musst die Soße mal noch so ein bisschen, dass das schnuffig ist. Genau, bitte sehr. So, Leute, er wird jetzt verkostet. Niam, 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 niam. Dafür mache ich noch die Verkoststelle ein bisschen sauberer. So. Ach, ich habe natürlich wieder vergessen hier. Oh. Hast du Fotos schon gemacht? Natürlich, ganz wichtig, die Frühlingszwiebeln als Deko, Leute. Ohne die Frühlingszwiebeln als Deko geht das alles gar nicht. So. Zack, 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 zack. So, dann bauen wir hier um. So sieht das Ganze von nahen aus. Oh, mal kriegen wir einen auszuhören. So. Zack, 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 zack. So. Bisschen so, dass man den Reis noch So, ich sieht. bin angekommen. So. Ach so, die haben den Nachtisch jetzt noch gar nicht. Den brauche ich jetzt auch nicht. Nachher dann. Okay, oh. Ja, okay. Den würde ich jetzt noch nicht essen, dafür viel zu viel. Alles klar, okay, bin ich Den dabei. gönne ich mir nachher. Ja, den reichen wir im Discord nach, Leute. Ja, Okay, genau. so. Erstmal der Eindruck, Sona. Wie sieht's aus? Sieht sehr lecker aus, riecht sehr gut. Ja. Ich möchte jetzt essen. Ruhig kritisch sein. Ja, okay, was möchten Ne, Sie wieso probieren? kritisch? Ja, es ist Ich. jetzt halt nicht so eingedickt, aber das haben wir ja öfter bei den Soßen von Das HelloFresh. stimmt, das hätte mehr eingedickt sein müssen. Ja, Aber ja, gut. das ist dann so. Aber das tut dem Geschmack meistens keinen Abbruch, finde ich. Jo, 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 jo. Ich finde, dann trinken sich das besser im Reis durch. Von daher ist es Ja, für mich genau. okay. Sonst hast du hinter so trockenen Reis oder so. Okay, was wollen Sie probieren zuerst? Ja, hier, mal Fleisch. Ja, Fleisch. Okay. Probieren wir erstmal Fleisch. So sieht das Ganze aus. Heiß, heiß, heiß. Es ist brutal heiß, deswegen muss ich auch ein bisschen warten. Okay, lecker. Oh Das ja. ist auch nicht so krass süß-sauer, das ist sehr lecker. Genau, das ist nicht so krass süß sauer und ist sehr fruchtig. So, dann nehmen wir mal so ein bisschen hier von der Paprika-Geschichte hier. Das Mengenverhältnis ist auch ein bisschen krass, ne? Also ich sag mal Reis zu den Zutaten. Ja, das stimmt. Das ist mehr Gemüse hier, glaube ich, ne? So wie es aussieht, oder? Das stimmt, das war sehr viel Paprika. Aber es gibt ja Schlimmeres. Es Ich ist super persönlich lecker. Ich mag es so. stehe ja gar nicht, genau, ich stehe ja auch nicht auf so viel Reis, von daher passt das. Heiß, 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 heiß. Lecker. Super. Da kann man sich schön die Lippen dran verbrennen, ne? Also richtig. Oh, ja. Ja. Durchweg lecker. Die Soße ist nicht eingedickt. Das ist ein bisschen ärgerlich. Wobei das eigentlich gut gekocht hat. Deswegen, ich habe noch nicht so ganz die Idee, woran das liegt. Aber wie du auch sagst, es tut dem Ganzen keinen Abbruch. Nee, das Aber es stimmt, wäre da kommen halt, wir hinter. so wäre es halt auch gut. Also wer, also Hähnchen ist sowieso lecker. Ich muss ehrlicherweise sagen, das Hähnchen geht ein bisschen darin unter in der Soße. Also man schmeckt Hähnchen kaum noch. Weil das drumherum sehr krass gewürzt ist. Also ob das jetzt Hähnchen wäre oder Sojasprossen, ist irgendwie fast egal. Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Ja, die ist So. halt sehr, sehr, sag schnell, wie heißt die hier, dominant vom Geschmack her. Kräftig sehr, ne? Aber Ja, sie genau. schmeckt gut, von daher ist es okay, dass sie Es sich schmeckt sehr gut. spielt. So, mit den Zwiebeln und Paprika hat das auch irgendwie was sehr Kräftiges. Also es ist nicht unbedingt leicht, das zu essen, finde ich.
Das ist schon, das hat Bums. Ja. Ne? Das stimmt. Und Also, deswegen, ja, ich würde, ja, was sagst du? ich würde eine 8 von 10 geben. Ja, 8 würde ich auch Also sagen. dafür, dass die 8 ist gut. Soße halt wieder irgendwie, also es klappt, weil du es ja nach Rezept auch machst, es klappt da irgendwie nicht, keine Ahnung. Ja. Geschmacklich kein Abbruch, aber du hast recht, die Zutaten gehen so ein bisschen unter. Aber wenn die Soße ist super lecker, aber wenn du dann das Hühnchen und so nicht mehr rausschmeckst, so richtig. Ja, genau. Das stimmt. Also 8 Punkte wäre ich dabei. Ja, Okay. ja, ja. Genau. Ja, wunderbar. Dann brauchst du noch Salz, Pfeffer oder so? Nee, das passt alles. Weil, Alter, die sagen halt noch, du kannst jetzt mit Salz, Pfeffer, Zucker ein bisschen nachwürzen. Ich brauch's nicht. Ja, Ich auch ja, nicht. sauber. Sauber, sauber, sauber. Da ist die Bewertung auch schon in den Discord reingeflattert, inklusive Foto. Dann sage ich so, na vielen lieben Dank. Dann essen wir jetzt auf. Ich komme nach Ja, oben. ich habe zu danken. Und wir freuen uns sehr, der Vanillepudding wird dann auch noch bewertet hinterher. Ja, natürlich. Vielen Dank fürs Zusehen, fürs Reinschneiden. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend. Entschuldigung, oh mein Gott, kommt gut in die Woche. Und ich wünsche euch was. Ciao, ciao. Ich wünsche auch einen schönen Abend. Tschüssi. Danke, Sonne. Ciao.